Hallihallo und willkommen zu einem neuen Ark-Video. Jetzt geht's Remi Demi los zum ersten echten Raid. Und ihr wisst, es ist Mr. Ark Beast Community Server. Das heißt, da sind die Einstellungen relativ niedrig, alles ist noch nicht so weit. Das heißt, die Metal-Bude mit Turrets, wo wir jetzt hinfliegen, ist richtig fetter Loot für uns. Und wir selber haben auch nur einen einzigen Stego, das heißt, es wird ein bisschen schwieriger. Aber ob wir es hinkriegen oder nicht, das seht ihr jetzt hier. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bist du auch weit geflogen? Mhm. Aber ich bin die ganze Border, also die ganze Wand hier entgegen. Lang geflogen. Hier waren die als erstes auf dieser Klippe. Mhm. Fliegt man nicht so schnell jetzt, wenn wir da näher kommen? Ich die nicht aus dem Augen verliere, weil ich will nicht so rumdashen, hab ich keinen Bock. Ich flieg nicht ganz so. Ah ja, ich sehe es. Und das ist gedamaged? Das ist leer. Also da ist nichts mehr drin. Okay. Halt jetzt. Weil vielleicht von die da hinten rüber gezogen. So. War an sich keine schlechte Klippe, ne? Mhm. Kein schlechter Spot. Wenn du da eine ordentliche Wall mit Turrets stehen hast und Heavies und so, ist das gut. Ja. Adni, 186. Ja, läuft man von hier vorn ran. Ja, es sind so kleine Fallen, aber die halten den Stego ja nicht auf, wenn du von rechts daran läufst. Ich bin absolut der Meinung, dass man hier mit einem Maving von hier jetzt durchdashen könnte von hier. Dass man da einfach durchkommt. Ja, das auf jeden Fall. Sitzt du hinten auf dem Haus drauf? Sprengst das garantiert der Jenny mit drin. Sprengst dich halt selbst mit hoch, aber dann ist das alles aus. Aber lass uns ruhig das nur safe machen mit Stego. Müssen jetzt ja nicht da die Mavings reinhauen. Gut. Dann holen wir mal das Staffzeug. Ist alles. Weißt du, ob die on sind? Hast du da schon mal einen gesehen? Was ist jetzt? Gerade hat sich da nichts getan. Hier unten ist eine Storage Box von denen. Das ist garantiert die Farm Storage Box, wie sie unten aufgestellt haben. Oh yeah. So, ich habe jetzt gerade einen Follow reingekriegt. Im Aufnahmeprogramm. T2 Spam folgt mir jetzt. Alter, bin ich erschrocken. Mein Aufnahmeprogramm zeigt es ja an, auch wenn ich offline bin. Also, wenn ich nicht im Stream bin, trotzdem die Alerts, wenn ich da in dem Menü bin. Und bin ich ja, weil ich ja gerade aufnehme. T2 Spam, wenn du dieses Video siehst, danke für den Follow. Okay, so, dann holen wir mal den ganzen Shitty. Also, im Endeffekt ist es ja nur Stego. Ich hoffe, dass die nicht so viel Bullets haben. C4. Ja, also schlimmer wäre es, wenn die viele Bullets haben, ist, wenn der Stego jetzt mit 18k ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Oh, mein Buddy, bam, bam. Sing weiter, komm! Nee. Ich hab's noch nicht rausgehört, sing mal! Hey. Oh, Black Buddy, bam, bam. Oh, Black Buddy, bam, bam. Ach, ich kann den Text nicht, keine Ahnung. Dann müsste ich auch nicht mal im Bett irgendwo hinstellen. Halt mal, ob es hier oben geht, ne? Das Border. Mhm. Hier kann man stehen. Jetzt bitte nicht runterschmeißen. Alter, hier ist ein Betrieb. Geht das oder ist das Closed Enemy Foundation? Weiß ich. Ja, wenn du mich noch mehr... Hey. Hä? Was ist denn? Ich stehe doch hier, ich mach gar nichts. Ich hab mich nicht bewegt. Das war die des Modus. Ich bewegt hat. Wieder typisch arg. Ich stehe bei mir einen Meter über dem eigentlichen Boden. Ja, alles ist alles mal das Modus drin, ne? Ja, ich mach's nicht. Ja, dann versuch ich's. Sehr gut, Blackie. Bam, 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 bam. Ach du Sau, bin ich erschrocken. Alter, Blackie. Tatsache, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, übel dynamisch, ja. Ich glaube sogar, dass man da oben stehen kann, ohne dass was schießt. Siehst du das jetzt so ein Bogenfuchs? Siehst du das, dass das so nach oben geht? Nochmal. Dass da eigentlich eine Senke ist. Oh, über Blackie. Mhm. Ich glaube, dass man da in diesem Bogen stehen kann. Geschichten aus dem Paulanergarten. Weil die Turrets nicht hoch genug sind. Unmöglich, ja. Ja, was soll passieren, außer dass du stirbst? Dann grabben würde ich irgendwie wieder raus. Probier's. Passt nur auf, dass doch, schießt. Ja, aber gut, aber du bist zu weit hinten. Ich glaube, wenn er weiter links wäre. Wahrscheinlich. Zwei Turrets schießen, auf jeden Fall. Ja, die vorderen, ne? Mhm. Aber er steht halt auch mit dem Gesicht direkt da rein. Also ich habe keine Ahnung auch, wie viel das abzieht. Sieht es ja leider auch nicht, ne? Ja. Und, wie zieht es ab, Blackie? Oh, der hat schon Risse. Ja, es gibt, zieht schon gut ab. Mhm, das glaube ich. Gut, der hat auch die Fresse halt gekriegt, ne? Oh, schießt du noch einen Turret? Ja. Es war da gerade ein Licht. Hast du das Licht gesehen? Ein Licht gesehen. Okay.
Mal, das Modus ist auch ein Sniper drin, ne? Also ihr könnt euch rausnehmen. Covern oder so. Ein Drittel ist weg. Okay, ne, leck. Okay, schießt nicht mehr. In Notfall, wenn am Ende nur noch, wenn am Ende nur noch eins schießt, ne? Dann ich ist denke, es ja dass egal, man das kann man ja flak. Ich glaube, dass wir den Tower schon sprengen können, oder? Theoretisch. Dass der Gen muss weg aufpassen. Ist. Muss aufpassen, ne, wegen den Fallen. So geht's eins nach dem anderen. Ja, ja. Dauert halt ein bisschen länger, aber. Ne, dass die ist ja unten am Tower schießt. Ja, ne, weil das. Ja. Ah, da! Ja. Ist auf Only Player bestellt oder auf Beritten. Ja. Ja, auf Beritten kann es ja nicht sein, am besten. Bist du ja auch. Das Gute ist, das Modus kann halt schön Damage kriegen. Es macht nichts aus, wenn ich jetzt ein paar Blood Packs im Inf und gut ist. Wir haben den Stego da ein bisschen ausgenutzt. Der ist richtig low gedroppt, so viel hat er gesorgt. Und da mussten wir es mit Schweinchen hochheilen. Das hat aber kein Food und deswegen mussten wir erstmal ein bisschen Fleisch besorgen. So, nächster ist da. Ist da nicht irgendeiner Shibuya von denen jetzt hier? Nee. Oder waren das alles aus Kästchen? Mhm. Das ist ein Kästchen, ja. Ja, weil die Tames haben ja wohl einen anderen Namen. Die Tames haben einen richtigen Namen, ja. Mhm. Keine Ahnung. Aber von denen haben wir keinen Namen gesehen. Farm Bad. Manchen. Pack dir mal eben ein bisschen was hier rein. Sonst bin ich mir zu schwer für den Beat. Ja, ja. Gewichtsprobleme am Start. Zumindest meine Desmodus nicht. Du hast dich gerade selber gedisst, ja, ne? Weißt du? Ja, ja. Mit Absicht. So, bitteschön. Ich flieg schon mal zurück. So, mal alle außer der Renderistens rausgehen. Was steht das denn auf unberitten? Das ist mir jetzt auf was dieses Turret steht. Okay. Nein. Bist du bereit? Wenn ich absteige, pfeifst du es raus, ja? Ich bin in der Falle drin, aber. Die Breed auch. Ist auch in der Falle drin. Darfst nicht zurückgehen, dann stirbt die auf jeden Fall. Hinten schießt ja auch. Ja, eins ist leer. Jetzt schießt wieder eins, weil ich hinten laufen musste. Mhm. Dann kommt jetzt vor mir hier so eine. Aber es hat funktioniert. Befreie mal bitte zuerst die Desmodus. Weil wenn ich riff, ist es nicht so schlimm, aber befreie mal die Desmodus, wenn es geht. Dass sie überhaupt da drin reinkommt, Das hätte ich auch nicht gedacht, das wusste ich nicht. Und dann flieg mal bitte runter, weil die ist ganz schön blutig und wie gesagt, unser Breed weh muss nicht. Mhm. Ich stack in meinem gesamten Leben noch nicht in so einer Falle, ne? Ich demolische gerade mal die neben mir. Mhm. Ich komm sofort wieder hoch. Okay, schieß mit. Ah doch, leck. Okay. Na. Zog so wenig wie möglich, weil ich glaube, ich würde versuchen, uns gleich ganz nochmal zu runnen. Weil ich habe gar kein Leben verloren jetzt irgendwie gerade. Ich weiß auch gar nicht warum, aber gar nichts verloren. Mhm. Ich kann sowieso weiter, glaube ich, nicht weiter nach hinten laufen. Gut. Habe ich Leine? Ja, ich lasse. Okay, tötet. Weiß ich nicht mehr. Eigentlich. Warte mal, ich versuche gerade mal, ob ich jetzt. Nee, lass ruhig noch ein bisschen Leine, weil das ist ein Gang. Warte, bis dahin. Dieser, warte. Ach so. Ja. Wollte mich eigentlich hinknien, aber ja. Nee, das kannst du nicht, ja. Soll ich hier weggehen? Ich kann hier auch weggehen. Das ist nö, egal, nö. Ich... Nee, nö, du bist, du. Ein Schutz du bist für unsere Deckung, mich. Ja. Ja. Stego ist, ja, ein Drittel noch. Ja gut, solange jetzt gerade nicht beschossen wird. Ich renne halt an die Bude ran, ne, gerade. Ich renne. Ja. Hab ich noch gesprengt? Geht. Nee. Aber du hast ja mein Tool. Weil ich habe auch noch gedrückt bei mir. Bei mir hat es noch gemacht. Wisst ihr? In meiner Desmodus ist auch neue Flak drin. Okay, super. Ah, den habe ich ja extra zurückgelassen. Ach, du hast übel gezirkelt. Uff. Ich wollte gerade sagen, spring mich wieder in die Fallen. Nee, ich mache jetzt mal schnell hier mal noch eine weg, ja. Ich will gar nicht dazu reinzukommen. Mach die doch weg. Ja, mache ich, aber das dauert, weißt du?
Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt abspringe, ob ich dann doch. Nö, bleib da. Gibst du mir das C4-Tool? Ach, das ist alles in meiner Leiche. Das ist alles noch in deinem Inventar. Ah ja, super. Okay. Dann gucken wir mal, ob es hier wirklich Dingens ist. Six Time wäre natürlich. Ja, alles aus. Ja, alles aus. Woo! Und ich habe reingekillt. Six Time Damage. Ich guck ganz kurz, wirklich, ja. Alles aus. Ich würde gern mitkommen. Ich mache auch gar nichts. Wir müssen erstmal Rackage, aber es ist alles. Oh, die haben eine Atro hier. Aber leider nicht gekryot, Mann. Nee. Erstmal reinglotzen. Guck. Hallo. Drei Leute. Drei. Einen habe ich aber schon hochgejagt. Mhm. Ach, hier ist einer. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Eine Pumpkin. Gekrytes Megatherium. Yes! Nice! Level 246. Oh mein Gott, wie geil! Super! Das wäre super, wenn du die herpfeifen könntest. Ein 130er Magma. Ach du Scheiße, habt ihr an diesen Back hier vorn geguckt? In den ersten Formen? Ein Juwelier des Modus, ein Fiomia, ein Dedon, ein Gacha, ein Stego, ein Diplo, Kaulos, ein Desmodus. Stego. Haben wir irgendwas mit Weight jetzt hier dabei? Na, meine Desmodus hat ganz gut Weight, aber. Müssen wir mal gucken, ob die das passt. Bei den Viechern, die eine 313er Flag Leggings, BP. Nice. Das ist ja übel geil. Guck mal hier, ein Stego. Und ein Magmasaurus-Ei. Aber ein 25er, aber ich guck mal hier hinten, ist ein 130er Magmasaurus-Ei drin. Und ein 37er Carbo-BP. Ein befruchtetes Stego-Ei auch. Boah, eine bessere Lampe. Carbo-BP. Übel geil. Hier vorne auch in dem Dingsbums. Die haben ja Peitschen gemacht, wie blöd. Ja, Gott sei Dank. Danke. So, ganz jetzt. Raus. Ja, und jetzt hat er das Modus. Wo war denn die? Ach, da hinten. Warte. Die ist jetzt hier hinten, ja. Steckt die da fest? Die. Nee. Oh, hier ist noch ein. Nee. Ein Back, das man nicht übersehen. Mhm. Ja, ich weiß, dass du feststeckst, aber ich konnte jetzt erstmal. So, die hat noch die Hälfte Weight Übung immerhin. So. Holst du den raus? Okay, gut. Schon dabei. Sehr gut. Alter, das war übel der genau nice Raid, Leute. Drin, ich hab die nicht gesehen. Und damit ist wahrscheinlich auch schon alles gesagt. Wir haben so circa alles verdoppelt, was wir in der Base hatten, also unsere Anzahl an Tames, unsere Menge an Ressourcen, einfach der Hammer. Und ich hoffe, diese Vibes, wie sehr wir uns darüber echt gefreut haben, ist ein bisschen rübergekommen. Wir sind dann alle grinsend ins Bett gegangen danach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie immer eigentlich. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und natürlich das Abo nicht vergessen, denn mittlerweile haben 70% von euch mich nicht abonniert, die meine Videos gucken und da bin ich schon ein bisschen traurig. Ansonsten, bis zum nächsten Video, alles Gute für euch.